Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem heutigen Abend. Mein Name ist Leonie Stamm. Ich bin verantwortlich für den Veranstaltungsbereich der Schwarzkopf-Stiftung und freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Der heutige Abend findet statt unter dem Titel „Von der Metropole bis zur Kleinstadt: Die Rolle urbaner Räume im Kampf gegen Rassismus“. Ich freue mich sehr, dazu unsere heutige Referentin begrüßen zu dürfen, Ewe Oberlohr. Und ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich außerdem, unsere Moderatorin des heutigen Abends begrüßen zu dürfen. Das ist Janika Reisch. Sie hat ihren Bachelor und Master in Politikwissenschaften und Geschichte in Heidelberg und Berlin gemacht, macht jetzt gerade ihren Master in Genozidstudien und Holocauststudien in Uppsala in Schweden und ist ehrenamtlich bei Zeitzeugen unterwegs oder aktiv und macht dort Zeitzeugengespräche. Sie ist Mitbegründerin des Migration Hub in Heidelberg 2016. Da kommen wir bestimmt auch später nochmal dazu und war bis 2018 zweite Vorsitzende. Sie war außerdem 2019 Teil der jungen Jury der Schwarzkopf-Stiftung. Herzlich willkommen auch an dich, Janika. Schön, dass du heute da bist. Dankeschön. Ich sage noch mal ganz kurz was zu dem Ablauf des heutigen Abends. Und zwar übergebe ich gleich an unsere Moderatorin, die unsere Referentin kurz vorstellen wird. Dann starten wir mit einem kurzen Input-Statement in den Abend, bevor wir das Gespräch öffnen, auch für eure und ihre Fragen. Das geht über zwei Möglichkeiten, nämlich einmal über die schriftliche Möglichkeit. Da könnt ihr und sie die Fragen über die Frage- und Antwortfunktion einreichen unten. Die werden dann durch unsere Moderatorin gestellt. Oder über die Handhebefunktion. Die sollte unten im Bildschirm sehen, sichtbar sein. Da werdet ihr und sie durch die Moderatorin drangenommen. Das muss nur noch kurz freigeschaltet werden. Und dann kann man euch und sie hören, nicht sehen, aber hören. Und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Bitte beachtet, dass der heutige Abend aufgezeichnet wird. Ich glaube, das war von meiner Seite und ich übergebe jetzt schnellstmöglich an Janika. Viel Spaß und ich freue mich. Ja, vielen Dank, liebe Leonie. Auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich möchte jetzt am Anfang ganz kurz Evi Obolo vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben heute Abend. Evi studierte Spanisch, Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt in Heidelberg sowie Friedens- und Konfliktforschung in Innsbruck. Sie bezeichnet sich selbst als schwarze feministische Aktivistin. Und wie bereits in der Einladung zu lesen war, ist Evi die Koordinatorin der European Coalition of Cities Against Racism, kurz ECCA genannt, sowie Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Heidelberg, mit einem Schwerpunkt auf Rassismus. Unter anderem organisierte sie für ECCA in Kooperation mit der UNESCO Seminare zu den Themen koloniale Kontinuitäten im Klimaaktivismus und partizipative Prozesse im Kontext kolonialer Erinnerungskulturen. Sie wird uns im Anschluss noch mehr über ihre Arbeit in der Europäischen Städtekoalition berichten. Aber abgesehen von ihrem Beruf ist Evie noch in vielen anderen Bereichen aktiv. Unter anderem gründete sie 2016 den Migration Hub Heidelberg. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir teilen, weil wir das zusammen gemacht haben, welche sich dann eben im Laufe der Zeit von einem Raum- und Unterstützungsangebot für Initiativen im Bereich Flucht und Migration zu einem BIPOC-Netzwerk mit dem Schwerpunkt auf Antirassismus weiterentwickelte, mit Projekten wie Decolonize Heidelberg und einem Afro-Festival. Als kurze Erklärung, die Abkürzung BIPOC steht für Black, Indigenous and People of Color. Evie war außerdem Co-Gründerin des Youth Think Tanks in Heidelberg, einer Plattform für sinnvolle Jugendbeteiligung, die junge Menschen befähigt, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten und ihrer Generation Gehör zu verschaffen, zum Beispiel mit einer eigenen Late-Night-Show. Dieses Jahr im September wird Evie zusammen mit dem Rosa Mag, dem Online-Magazin für schwarze Frauen, und 20 AutorInnen ein Buch rausbringen namens „Schwarz wird groß geschrieben“. Evie ist darüber hinaus Moderatorin, Trainerin und Beraterin für Projekte in den Bereichen Antirassismus, Diversität und Empowerment. Als ob das nicht schon genug Arbeit wäre, ist Evie auch noch Fellow der Alfred-Landecker-Stiftung mit einem Projekt, welches als Ziel hat, das erste Netzwerk für BIPOC in Kommunalregierungen, Politik und Verwaltungen in Deutschland zu schaffen. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ich es gerne noch ergänzen. Jetzt geht es erstmal los mit einem Input von circa 15 Minuten und dann werden wir im Anschluss sprechen und dann dürfen auch alle Teilnehmenden sich noch beteiligen.
Aber jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Yvier. Erstmal vielen, vielen Dank, Janika. Und wie schön, dass so viele Leute da sind. Ich bin immer überrascht, dass nach einem Jahr Corona immer noch Leute abends sich Webinare anschauen. Und umso überraschter bin ich, dass es auch noch zu so einem Thema ist wie Städte, was für mich, bevor ich angefangen habe mit meiner Arbeit, eher ein verstaubtes Thema war, wo ich nicht so eine emotionale Verbindung dazu hatte. Das heißt, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich hoffe, dass wir auch wirklich ins Gespräch kommen können. Ich werde versuchen, meinen Input kurz und knapp zu halten, sodass wir echt danach auch viel Zeit haben. Wenn es Ihnen und euch passiert, dass Sie Sachen nicht verstehen, schreibt es gerne auf. Ich versuche immer, mich einfach auszudrücken. Manchmal gelingt es mir nicht immer. Das heißt, gerne Bescheid sagen. Und dann würde ich mal starten. Ich habe ein bisschen was an Präsentationen mitgebracht. Ich versuche das auch so knapp wie möglich zu halten, aber dann müsst ihr nicht die ganze Zeit nur mein Gesicht sehen, sondern auch meine wunderschönen Folien. Deshalb versuche ich das jetzt einmal mit Screensharing. Vielleicht, Janika, kannst du mir dann eine kurze Rückmeldung geben, wie und ob das denn klappt. Gucken wir mal. So. Klappt wunderbar, ich sehe es. Ja, es mag noch nicht ganz. So, neuer Versuch. Jetzt. Sieht gut aus. Alles klar. Ihr wisst, worum es heute geht. Wir schauen uns ein Stück weit an, was ist denn die Rolle von Städten und urbanen Räumen im Kampf gegen Rassismus? Ich denke, ihr wisst alle, in den letzten Jahren war super viel los. Black Lives Matter ist durch die Decke gegangen. Rassismus hat nochmal ein ganz anderes Level an Sichtbarkeit erreicht. Und Städte waren die Orte, wo das Ganze auch wirklich sich hochpotenziert hat. Und heute wollen wir wirklich mal ganz konkret schauen, warum und wo liegt denn da wirklich das Potenzial auch für eine Veränderung. Ich versuche das in drei Punkten kurz und knapp zu machen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Erst will ich euch ein bisschen von mir selber erzählen und was passiert ist, damit ich in der Stadtverwaltung gelandet bin. Dann würde ich euch gerne ein bisschen über die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus erklären, um so zu verstehen, was ist das überhaupt, wer ist da Mitglied, was ist das Ziel, sodass wir dann abschließen können mit der Frage nach Allianzen auf europäischer Ebene. Also was hilft es denn tatsächlich, wenn sich Städte auf europäischer Ebene zusammenschließen? Das ist ein Versuch, das alles abzudecken und manche Fragen zu beantworten. Gucken wir mal, wie das läuft. Mein Weg in die Stadtverwaltung. Janika hat es vorhin schon erzählt, würde mich selber eher als Aktivistin demonstrieren. Und mein Zuhause im urbanen Raum Heidelberg war eher die Straße, irgendwelche Keller, Lesekreise, Diskussionsrunden und alle Demonstrationen, die es so gab. Und ich hatte zu diesen Gebäuden, die man wohl Behörden oder Verwaltung nennt, eher gemischte Gefühle und bin da eigentlich auch nur reingegangen, um, meinen Führerschein zu erneuern. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass gerade wenn es um Themen wie Rassismus geht, man anfängt, über strukturelle Veränderungen zu sprechen und die Notwendigkeit, dass man in die Strukturen reingeht und auch anerkennt, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Die nächste Struktur, die es gibt auf einer lokalen Ebene, ist die Stadt. Das heißt, der direkte Einfluss, den ich nehmen konnte als Aktivistin, war sehr, sehr schnell die Stadt, die kommunale Verwaltung, weil dort Entscheidungen getroffen werden, die die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt auch wirklich betreffen. Und das hat für mich eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe, weil man sehr, sehr lange da auch, oder ich sehr lange eher eine konfrontative Haltung hatte und der Meinung war, man muss da viel Druck ausüben. Die Meinung habe ich immer noch, aber was ich merke ist, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass man in diese Strukturen reingeht. Wie man sehen kann, sieht das Ganze jetzt rechts nicht mehr so ganz so aktivistisch aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich in einem Bürojob lande und 9 Stunden am Tag vor einem Rechner verbringe. Aber ich bin da gelandet, weil ich eben über die Arbeit mit Migration Hub und sehr, sehr vielen Initiativen in Heidelberg, die sich im Bereich Antirassismus engagieren, gemerkt habe, wie extrem wichtig das ist, den Kontakt zur Stadt zu suchen, damit man auch wirklich Gestaltungsspielräume hat und dass diese Bewegungen, die man auf die Straße bringt, mit ganz viel Energie nicht einfach nur versanden nach der Welle Black Lives Matter, sondern dass danach was passiert, dass danach sich wirklich Strukturen ändern, dass danach
Gelder anders vergeben werden, Politiken verändert werden. Und so bin ich in der Stadt gelandet. Und mir war das so wichtig, an den Anfang zu stellen, weil ich mache das jetzt erst seit 1,5 Jahren und bin immer wieder überrascht, wie viel Spielräume es gibt, wenn man die Mechanismen, die es in Städten gibt, versteht. Wenn man verstehen kann, was kann ein Gemeinderat entscheiden, was muss eine zivilgesellschaftliche Gruppe überhaupt machen, dass sie da gehört werden kann. Wie kann ich die Forderung, ich bin gegen Rassismus, so greifbar und übersetzbar machen, dass aus dieser Forderung konkrete Handlungen auch folgen können. Und ich hoffe, dass wir so und möchte auch alle im Raum dazu ermutigen, die Städte mal genauer unter die Lupe zu nehmen, was sie denn da so machen und wer da sitzt und Entscheidungen trifft, weil häufig kommen viele der Wünsche aus der Straße gar nicht erst dort an. Und ich glaube, das ist schade, weil um auch eine strukturelle Änderung zu schaffen, ist es super wichtig, da einen Schritt auch weiterzugehen. Und so bin ich dort gelandet. Und ich glaube, dieses verstaubte Image, was Städte und Verwaltungen manchmal haben, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube aber, dass es insbesondere auch an jungen Menschen ist, es ein bisschen aufzuwühlen, weil dort eben sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden und sehr, sehr viele Dinge umgesetzt werden. Und da ist es wichtig, dass man sich auch eben einmischt und das nicht einfach nur so passieren lässt. Ja, ich würde mal da weitermachen mit der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, deren Koordinatorin ich bin. Hier in Heidelberg haben wir das übernommen im letzten Jahr. Das bedeutet, wir koordinieren die Arbeit von 150 Städten in Europa. Ich zeige euch das jetzt mal. Seht ihr noch den Bildschirm? Ja, hier kann man das ganz gut sehen. Also die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus ist ein Netzwerk von Städten, die sich dem Kampf gegen Rassismus verpflichten. Das sind aktuell ungefähr 150 in ganz Europa verteilt. Jetzt ist mal wie immer die Frage aller Fragen, was ist ein Netzwerk? Alle finden Netzwerken immer toll und es gibt ganz viele davon, aber interessant wird es ja wirklich erst dann, wenn man versteht, was macht dieses Netzwerk und was ist der Mehrwert? Der Mehrwert von ECHA ist, dass wir es schaffen, dass lokale Kommunen sich austauschen können über ihre Arbeit, die sie im Bereich Antirassismus machen. Das heißt, wir arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen zu verschiedenen Überthemen, zum Beispiel antimuslimischer Rassismus, koloniales Erbe, Antiziganismus und gucken wirklich, was passiert da in den Städten, wie können die Städte voneinander lernen und wie kann man auch besser zusammenarbeiten. Das heißt, dieses Forum des Austauschs ist natürlich ein Hauptziel. Ein anderes Ziel unseres Netzwerks ist aber auch, die Stimme der Städte zu bündeln. Was bedeutet, eine einzelne Stadt ist leider meistens relativ irrelevant. Wenn sich die Städte aber zusammenschließen, können die auch auf europäischer Ebene relativ viel Einfluss nehmen. Warum? Weil Städte, und das hatte ich am Einstieg schon mal gesagt, die Orte sind, an denen die Policies umgesetzt werden. Das heißt, für ein Gremium wie die EU ist es extrem wichtig, wenn am Ende des Tages Taten stehen sollen, mit Städten zusammenzuarbeiten, weil die Städte den direktesten Draht zu ihren BürgerInnen haben und auch die besten Informationen darüber, wie es lokal aussieht. Und ihr seht, wir haben auch, das darf ich noch nicht verraten, aber wir haben eine Stadt, beispielsweise auch in Polen. Und für die ist dieser europäische Rückhalt sehr, sehr, sehr wichtig, wenn auch praktisch nationale Regierungen teilweise sich Richtung Rechtspopulismus bewegen. Dazu nochmal später mehr, wenn wir über die Allianzen sprechen. Davor würde ich euch gerne nochmal zeigen, wie wir denn jetzt greifbar machen, was Städte im Bereich Antirassismus wirklich machen. Weil wir haben gesagt, wir tauschen uns aus. Aber es ist oft sehr, sehr schwer und abstrakt zu verstehen, was es denn jetzt eigentlich ist. Und ECHA hat dazu ein Instrument entwickelt. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt in Teilen sehen. Es ist sehr riesig. Dieses Instrument heißt 10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus. Und da hat sich ECHA zu Zeiten seiner Gründung überlegt, okay, wo wirkt Rassismus und wo können Städte Einfluss nehmen auf die Wirkweisen von Rassismus und hat versucht, das so greifbar wie möglich zu machen. Und über dieses Dokument stimmen Städte ab, wenn sie ECHA beitreten. Das heißt, der Gemeinderat stimmt zu, dass Maßnahmen umgesetzt werden müssen, die diesem 10-Punkte-Plan entsprechen. Andersrum, für die Zivilgesellschaft ist dieser 10-Punkte-Plan auch ein Druckmittel.
Weil wenn Städte bei ECHA Mitglied sind, müssen sie da aktiv werden. Das heißt, ich kann als NGO diesen Plan hernehmen und kann mal fragen, Entschuldigung, was machen Sie denn eigentlich im Bereich verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus überhaupt? Und so wird diese ganze Arbeit der Städte konkreter und es wird auch sichtbarer, auf welchen Wirkungsebenen man gegen Rassismus vorgehen kann. Ich werde es jetzt nicht mit euch komplett durchgehen, aber ich nenne mal die Schlagworte, sodass ihr die hohe Spannbreite auch sehen könnt der Bereiche. Das geht hier los mit einer verstärkten Wachsamkeit gegenüber Rassismus, wo es um Überwachungs- und Solidaritätsnetzwerke geht. Das geht weiter mit der Bewertung der örtlichen Situation und der kommunalen Maßnahmen. Das heißt, so eine Wirkungsanalyse knüpft an bessere Unterstützung für die Opfer von Rassismus und Diskriminierung. Geht weiter mit Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für BürgerInnen. Geht weiter mit der Stadt als aktiver Förderin gleicher Chancen. Das ist ein Aspekt, den ich sehr, sehr interessant finde, weil natürlich die Stadt auch Arbeitgeber ist und meistens kein kleiner und auch durch ihre eigenen Entscheidungen Diversität stadtintern unterstützen kann. Seht ihr hier. Wenn wir weitergehen, das Thema Wohnungsmarkt, Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt. Hier haben wir als nächstes das Thema Bildung und Erziehung, kulturelle Vielfalt. Und hört auf mit rassistischen Gewalttaten und Konfliktmanagement. Mir war das wichtig, diesen Plan zu umreißen, weil für uns als Europäische Städtekoalition gegen Rassismus ist der wirklich die Basis. Das ist sozusagen wie unsere Verfassung. Und wenn Städte beitreten wollen, müssen sie sich erstmal damit beschäftigen und müssen auch vorlegen, was sie in diesen Bereichen machen. Und diese Gliederung ermöglicht es uns eben auch super gut, Städte miteinander zu vergleichen und zu gucken, was läuft denn gut, in welchen Bereichen, in welchem Bereich gibt es Defizite. So viel zu ECHA. Dann versuche ich jetzt mal wieder einen Schritt weiter. Der da wäre die Frage nach Allianzen, beziehungsweise einfach der Relevanz von städtischen Allianzen auf europäischer Ebene. Und jetzt kommt die Preisfrage, falls noch nicht alle eingeschlafen sind. Was glaubt ihr denn, ist es für eine Stadt? Ihr könnt mal in den Chat reinschreiben, der Gewinner bekommt einen Preis, Ruhm und Ehre. Okay, Stockholm, ja, ne, oh. Simon Schaub, 100 Punkte. Breslau ist es, eine Stadt in Polen. Wrocław nennt man sie auch auf Polnisch. Warum habe ich die ausgewählt, um das Thema städtische Allianzen auf europäischer Ebene euch zu erklären? Weil es die erste polnische Stadt, die wir überhaupt haben bei ECHA. Und es ist eine Stadt, die eben national mit sehr, sehr viel Gegenwind zu kämpfen hat. Und für diese Stadt ist es extrem wichtig, ein europäisches Backup zu haben. Und wir sind als Europäische Städtekoalition auch Teil der UNESCO beispielsweise. Das heißt, so können wir Städte unterstützen durch viel Sichtbarkeit. Das heißt, wir können die Projekte, die Breslau macht, europaweit spreaden, zur Sichtbarkeit verhelfen, aber auch lokal unterstützen, weil natürlich eben Breslau sich offiziell dazu verpflichtet hat. Und ich denke, das ist ein super gutes Beispiel, wie wichtig städtische Allianzen nicht nur für jetzt europäische Institutionen sind, sondern eben auch für Städte selbst, damit sie wissen, dass sie nicht allein sind. Eine weitere Stadt, jetzt bin ich gespannt, nächster Preis zu vergeben. Was glaubt ihr denn, ist das für eine Stadt? Okay, ich sehe noch keine Reaktionen. Istanbul, ha, Hamburg. Mhm. Also Wasser schon mal gut, Istanbul sehr gut. Ganz genau ist es Kadıköy, das ist ein Bezirk von Istanbul. Warum habe ich auch Istanbul bzw. die türkische Mitgliedstadt mit reingenommen? Weil ich dadurch nochmal auch betonen wollte, dass ECHA nicht mit der EU äquivalent ist. Das heißt, auch Städte können Mitglied bei der ECHA werden, die nicht Mitglied der EU sind. Und weil, ich denke, ihr wisst es auch, beispielsweise durch den Austritt aus der Istanbul-Konvention und all diese Dinge
natürlich das politische Klima auch sehr, sehr anders ist in der Türkei. Und auch da gilt ähnlich wie in Wroclaw, dass es eine sehr, sehr große Bedeutung hat für Kadıköy, Teil der Äcker zu sein. Und ich war, vor 4-5 Jahren, als ich eher noch meine Anti-Haltung gegenüber Städten hatte, keine Freundin von Symbolpolitik, weil ich immer dachte, okay, Leute unterschreiben irgendwelche Dinge und dann passiert gar nichts. Habe jetzt aber gemerkt, was es doch auch bedeutet, wenn ein Bezirk wie Kadıköy sich den Verpflichtungen des 10-Punkte-Aktionsplans gegen Rassismus auch wirklich verpflichtet. Das hat eine enorme Wirkweise, weil halt das Äquivalent zum Gemeinderat oder der Bürgermeister da auch zustimmen muss und sich dahinter stellen muss. Wenn wir jetzt weiter gucken auf EU-Ebene, was wollen die Institutionen von ECHA? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Letztes Jahr hat die EU den ersten ever Antirassismus-Action-Plan gelauncht. Das ist ein historisches Event gewesen, weil dafür NGOs seit Jahren kämpfen. Ziel dieses Plans ist es eben, das Thema Antirassismus auf europäischer Ebene verstärkt zu setzen. Und in dem Plan wurde explizit ECHA erwähnt. Warum? Weil natürlich ECHA als eine Verbindung und als der direkte Kontakt zu den lokalen Communities ein extrem wichtiges Bindeglied ist, was auch EU-Institutionen oder die EU-Kommission braucht, damit sie Pläne wie diesen wirklich umsetzen kann. Teil dieses Planes ist auch, nationale Aktionspläne gegen Rassismus durchzusetzen. Was heißt es, dass sich Staaten, EU-Mitgliedstaaten, die Ziele setzen oder generell erstmal Ziele setzen, was sie denn im Bereich Rassismus machen möchten, wann sie es machen, wie sie es machen und wie es läuft sozusagen. Aber auch da, wenn wir auf Bundesebene gehen, die Daten, die der Bund da sammelt, die kommen natürlich auch wieder von der städtischen Ebene. Deshalb ist es super wichtig, dass bei der gesamten Konzeption, wie solche Pläne aussehen, Städte mit am Tisch sitzen. Und das ist natürlich die Arbeit von uns als ECHA, dass wir da überall mit dabei sind und die Perspektiven von Städten auch wirklich mit reinbringen. Ein Ziel dieses Aktionsplans ist zum Beispiel auch, ein European Capital for Diversity and Inclusion zu schaffen, um eben Städten, die besonders interessante Politiken in dem Bereich machen, auch wirklich eine Sichtbarkeit zu geben. Und bevor ich zum Schluss komme, was läuft denn jetzt nicht so gut oder wo sind Herausforderungen, sowohl auf europäischer als auch auf lokaler Ebene? Eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch große Chance, liegt so im Bereich Reporting und Equality Data. Was meine ich damit? Es hilft sehr, wenn man gegen Rassismus vorgehen möchte, wenn man belegen kann, dass es Rassismus überhaupt gibt. Belegen, dass es Rassismus gibt, kann man meistens mit Daten, die das erheben, Diskriminierungsfälle und all diese Dinge, Zugänge. Warum ist es so schwer? In Deutschland zum Beispiel kann man Daten ethnischer Herkunft nicht erheben. Aus guten Gründen sollte man das nicht tun. Das heißt, es ist nicht so einfach. Also das heißt, kann man nicht. Natürlich kann man, aber als Institution oder Behörde kann man es nicht. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, an diese Daten zu kommen, weil natürlich diese Daten auch oft, je nachdem, wie die Erhebung konzipiert ist, Stereotype reproduzieren oder marginalisierte Gruppen noch mehr und stärker marginalisieren. Das heißt, in dem Bereich ist auch wirklich ein Knackpunkt, weil zum einen die EU total hinterher ist, Daten möchte, weil Daten helfen zu argumentieren und gewisse Dinge sichtbar zu machen. Aber auf der anderen Seite ist eben gerade das Erheben dieser Daten wirklich komplex und schwierig ist und man das richtig machen muss und natürlich auch mit Einbezug der entsprechenden NGOs oder betroffene Gruppen. Das heißt, das ist etwas, was ich als eine Herausforderung sehe, sowohl lokal als auch europaweit, sich so mit diesen Widersprüchen zu beschäftigen. Eine weitere Herausforderung ist die Diversität in der Stadtverwaltung. Stadtverwaltungen sind meistens sehr, sehr weiße Räume, weil viele Menschen of Color schlechte Erfahrungen oft gemacht haben, weil Stadtverwaltungen noch nicht so inklusiv und bereit sind. Die Konsequenz daraus ist aber, dass natürlich mit einem sehr, sehr weißen Blick, also mit einem Blick von Menschen, die nicht von Rassismus betroffen werden,
gewisse Dinge umgesetzt werden und da einfach so eine Sensibilität fehlt und gewisse Perspektiven nicht mitgedacht werden. Wie ihr euch denken könnt, dieses Bild hier, das ist jetzt nicht der Kaffeekranz der Verwaltungsangestellten der Stadt Heidelberg, weil so weit sind die noch nicht. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dahin zu kommen, weil natürlich auch eine Stadt ihre Bevölkerung repräsentiert und Menschen mit Migrationsgeschichte längst auch Teil der Bevölkerung sind. Weshalb ich eben auch mein Netzwerk initiiert habe, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, an diesem Thema zu arbeiten und gleichzeitig aber auch die Menschen of Color, die davon, was heißt betroffen sind, also Menschen of Color, die in Verwaltungen arbeiten, auch sehr, sehr viel Druck ausgesetzt sind, sowohl von Seiten der Communities, weil da eine große Erwartungshaltung ist, als auch stadtintern. Das ist natürlich das Thema Tokenism auch ein Thema, was bedeutet, dass man plötzlich die Ansprechpartnerin und das Gesicht für alles wird. Aber nichtsdestotrotz ist das eben etwas, was sehr, sehr wichtig ist und was wir auch in sehr, sehr vielen europäischen Städten sehen, dass da ein Problembewusstsein da ist, aber es doch noch gar nicht so einfach ist, auch wirklich zu schauen, wie kann man das denn jetzt schaffen, dass sich unsere Verwaltungen tatsächlich diverser auch aufstellen. Und wie kann man es auch schaffen, die Perspektiven von rassismusbetroffenen Menschen von Anfang an mit einzubeziehen, weil natürlich da immer eine Hierarchie mit drin ist. So, that was it. Ich hoffe, ich konnte euch so einen guten ersten Eindruck geben über die verschiedenen Wirkweisen. Es ist komplex, wir haben jetzt ja auch noch ein bisschen Zeit zu sprechen, aber ich hoffe, was rauskam, ist, dass urbane Räume und Städte so eine Schlüsselfunktion haben, weil sie eben so die nächste Institution an den BürgerInnen dran sind und so als Bindeglied extrem wichtig sind. Und durch natürlich die Tatsache, dass in Städten auch viele junge Menschen leben, viel Wissenschaft passiert, Städte auch so, ja, es gibt diesen Begriff Motoren der Diversität sind, weil einfach Städte anders schon zusammenleben und dort ganz andere Ansätze von Zusammenleben ausprobiert werden können. In diesem Sinne würde ich übergeben an dich, Janika, mein Bildschirm beenden. Und freue mich auf die Fragen. Ja, wunderbar. Vielen Dank für den sehr lehrreichen Input. Ich habe sehr viel gelernt. Genau, nur noch mal als Info für unsere ZuschauerInnen. Ivy und ich werden jetzt kurz erstmal zu zweit sprechen und ihr und sie können sich schon mal Gedanken machen für Fragen, die dann ungefähr in 10, 15 Minuten wir dann öffnen für ihre und eure Fragen. Genau, Olivier. Ich habe jetzt gerade, wo ich zugehört habe, mich gefragt, wie ihr konkret bei ECCA zusammenarbeitet. Wie oft trefft ihr euch? Wie oft tauscht ihr euch aus? Wie muss ich mir das vorstellen, wie so viele Städte sich austauschen und zusammenarbeiten und wie regelmäßig und eng das ist? Also ECCA ist aufgebaut wie ein deutscher Verein, also ist auch ein deutscher Verein. Deshalb gibt es gewisse Gremien, die es auch in Vereinen gibt. Das heißt, es gibt eine Mitgliederversammlung und Mitglieder können eben nur kommunale Körperschaften, also Städte sein. Die tagt einmal im Jahr. Das heißt, dort trifft man sich in einer europäischen Stadt, natürlich jetzt eher weniger wegen Corona. Das sind sehr, sehr zentrale Highlights. Da werden Themen diskutiert, da passiert Austausch, da gibt es Inputs. Dann gibt es ein weiteres Gremium, das ist der Lenkungsausschuss. Kann man so zusammenfassen, als wären das Städte, die ein bisschen aktiver sind und auch mehr auch wirklich gestalten möchten. Und auch der trifft sich einmal im Jahr. Mit einem ähnlichen Ziel, Ziele festzulegen, in den Austausch zu gehen. Das heißt, das sind so zwei Dinge, um die herum sich sehr, sehr viel bewegt. Und dann haben wir bei ECCA Arbeitsgruppen. Das bedeutet zum Beispiel jetzt zu antimuslimischem Rassismus, haben wir ungefähr 15 Städte aus ganz Europa, die da aktiv sind, die sich einmal alle zwei Monate online treffen. Das heißt, die themenspezifische Arbeit findet relativ dezentral online und nicht komplett regelmäßig statt, sondern abhängig nach Bedarfen, weil diese Arbeitsgruppen wirklich an den Bedürfnissen der Städte sich orientieren. Genau, so sieht der Alltag aus und natürlich wir als Geschäftsstelle sind so ein bisschen Herz und Seele des Ganzen. Das heißt, wir stehen im konstanten Austausch, wenn Städte Fragen haben, wenn Städte interessante Events haben. Gleichzeitig organisieren wir häufig Events zusammen mit der UNESCO, um auch so Städte zusammenzubringen. Das heißt, es passiert über so die Ebene von inhaltlichem Austausch und Events, über die Ebene von fixen, rechtlich wichtigen Versammlungen
und dann dezentral, je nach Bedarf. Ja, voll spannend. Was sind denn so Beispiele für jetzt ein konkretes Projekt, was du gerade angedeutet hast, was ihr zusammen organisiert bei ECCA? Also relativ kurz zurückliegend, vor ein paar Wochen hatten wir ein Online-Seminar zusammen mit der UNESCO zu partizipativen Prozessen im Kontext kolonialer Erinnerung. Und ich glaube, wie es zu diesem kam, kann man ganz interessant die Wirkungsweise von ECCA verstehen, weil Black Lives Matter hat natürlich das eingefordert, dass Städte sich mit ihrem kolonialen Erbe auseinandersetzen, was heißt im öffentlichen Raum Straßenschilder, Statuen, auch andere Verwicklungen. Dann dauert es ein bisschen, bis es in den Stadtverwaltungen ankommt. Die Stadtverwaltungen stellen fest, wir müssen da was machen. Und so ist ECCA aktiv geworden in der Arbeitsgruppe und wir haben uns mit den Städten ausgetauscht. Wo stehen da für uns, wo sind Probleme, wo ist schwierig, wo sind Chancen? Was rauskam, dass für das Thema Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit Partizipation ein total wichtiges Element ist, aber gleichzeitig aus den vorhin genannten Gründen wegen weißen Verwaltungen, das auch nicht immer sehr, sehr einfach ist. Und deshalb haben wir uns dann entschieden, okay, wir schließen uns zusammen, machen dazu ein Seminar, laden uns Expertinnen ein und gehen miteinander in Austausch, sodass wir gemeinsam gucken können, wie kann man denn Partizipation da gestalten. Und die Resonanz war riesig. Also das war unter der Federführung vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, gemeinsam mit der Europäischen Städtekoalition und der UNESCO. Und es waren über 120 Leute da, eben aus Verwaltungen, Museen. Und es war für uns super, super lehrreich, da in Austausch zu gehen, weil, um so mal eine Formulierung aus dem Titel mit reinzunehmen, so von der Metropole bis zur Kleinstadt, sich da auch aufgezeigt, dass natürlich Städte wie Hamburg oder Berlin an diesem Thema schon seit Jahren arbeiten. ECCA hat aber auch super kleine Städte und auch die müssen daran arbeiten und die führen ganz andere Diskurse. Und natürlich versuchen wir an solchen Veranstaltungen diese Diskurse zusammenzuführen, sodass beide Perspektiven voneinander lernen können. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie sowas laufen kann. Ja, das ist sehr spannend, weil das habe ich mich auch gefragt, als ich nochmal den Titel angeschaut habe und mir wirklich bewusst geworden ist, wie unterschiedlich tatsächlich die Mitgliedsstädte sind. Habe ich mich gefragt, ob da nicht sehr unterschiedliche so Problemlagen einfach vorherrschen und ob da nicht auch teilweise sehr unterschiedliche Diskurse einfach geführt werden. Ich kenne das jetzt ja nur so aus den Großstädten, wo ich gelebt habe und aus den Kleinstädten, wo ich gelebt habe. Wie schafft ECCA das da irgendwie, sich trotzdem zu unterstützen oder wie werden da die unterschiedlichen Diskurse vielleicht zusammengeführt oder gibt es da auch vielleicht einfach mal oft Streit und Unverständnis und ja, das wäre auch so eine Frage. Zum Beispiel Gunzenhausen. Ich weiß nicht, wer Gunzenhausen kennt. Gunzenhausen ist auch ECCA-Mitglied und ist eine eher kleinere Stadt. Und da natürlich werden Diskurse anders geführt. Was wir als ECCA versuchen, ist halt diese Städte abzuholen. Das heißt, wenn wir Veranstaltungen machen, achten wir sehr stark darauf, dass wir nicht nur VertreterInnen aus großen Metropolen haben, sondern eben auch Ansätze da haben, die von kleineren Städten kommen. Und natürlich haben auch kleinere Städte die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Dadurch, dass die Arbeit bei ECCA in diesen Working Groups Needs-based ist, das heißt von den Bedürfnissen der Städten abhängt, können sich kleinere Städte zusammenschließen. Und es ist sehr überraschend zu sehen, dass manchmal gerade der Austausch zwischen den Großen und den Kleinen auch sehr, sehr fruchtvoll sein kann, weil da eben sich Herausforderungen gut abbilden lassen und man halt auch sehen kann, in Berlin funktioniert das, das wird in Heidelberg niemals funktionieren. Und das ist aber auch schon eine super, super wichtige Erkenntnis, gerade wenn man auf europäischer Ebene zusammenarbeitet, dass man nicht den Anspruch hat, dass alles immer übertragbar sein muss, sondern dass man sich eher die Frage stellt, welcher Aspekt davon ist übertragbar und warum? Oder was gibt es für Instrumente, wie ich dieses Best Practice verändern kann, sodass es auch auf meinen Kontext passt? Und da sehe ich dann natürlich ECCA in der Rolle, diese Gespräche und Auseinandersetzungen zu führen. Und wenn man nicht nur jetzt von der Größe der Städte ausgeht, sondern auch von den verschiedenen Ländern, wird es da auch gut sichtbar, weil Diskurse zu antimuslimischem Rassismus in Frankreich ganz anders geführt werden, als sie das in Deutschland werden. Und das heißt, auch da ist unser Job zu gucken, wie kann man da gemeinsam ins Gespräch kommen. Und eine
große Rolle, das musste ich auch erst akzeptieren lernen, spielt Sprache. Das heißt, wir als ECKA arbeiten bei unseren Events immer dreisprachig, Deutsch, Englisch und Französisch. Und Sprache ist ein sehr, sehr großer Ausschlussfaktor auch, weil Mitarbeitende von Stadtverwaltungen nicht immer perfektes Englisch sprechen und wir aber als ECKA natürlich inklusiv bleiben möchten. Das merken wir ganz stark bei Französisch und den französischen Städten, dass wir da schnell Städte verlieren. Merken wir aber auch bei anderen Städten, dass einfach Sprache eine riesengroße Rolle spielt und in einer Utopie ECKA auch ein Übersetzungs- und Dolmetschungsbüro hätte, in dem alle europäischen Sprachen gedolmetscht werden können, sodass man auch wirklich mit den Verwaltungen interagieren kann. Ja, sehr spannend, danke. Wir haben auch gerade schon unsere erste Frage bekommen, darüber freuen wir uns sehr. Also bitte sehr gerne, dass entweder schriftlich die Fragen stellen oder auch gerne ab jetzt sich melden, wenn man die Frage mündlich stellen möchte. Ich lese sie mal vor für dich, Yvier. Die Frage kommt von Lena und heißt, wie können SchülerInnen, die Ideen haben für aktivistische Aktionen gegen Rassismus, sich konkret an ihre Städte wenden? Wie können Städte so ein junges Engagement abfangen und unterstützen? Okay, mega gut, dass Schülerinnen viele Ideen haben, rein in die Städte und her mit den Ideen. Städte sind ja so aufgebaut, dass sie verschiedene Bereiche haben. Zum Beispiel ein Ordnungsamt, was sich um Ordnungsangelegenheit kümmert, ein Bauamt und so. Und in jeder Stadt gibt es auch ein Amt oder einen Bereich, der sich dem Thema Rassismus widmet. Hier in Heidelberg ist es zum Beispiel das Amt für Chancengleichheit, jetzt mit meiner Stelle. In anderen Städten ist es aber auch manchmal angesiedelt im Bereich Integration, Interkulturelles. Das heißt, ein erster Schritt, den die Schülerinnen tun könnten, wäre mal zu recherchieren, welcher Teil der Stadt ist denn dafür verantwortlich? Meistens findet man da irgendwas auf Webseiten relativ schnell und kann dann da mal anrufen. Ich glaube, das ist so Schritt eins. Städte, ich kann jetzt nur von Heidelberg sprechen. Wir als Stadt Heidelberg finanzieren Träger, die auch Gelder vergeben für Projekte in dem Bereich. Das heißt, ein ganz konkreter Art zu unterstützen, kann eben sein, dass man mit seinem Projekt und Anliegen an die Stadt herantritt und um finanzielle Unterstützung bittet. Ein anderes kann natürlich auch sein, dass man jemanden von der Stadt einlädt, um dort zu sprechen oder ins Gespräch zu kommen, sodass die Person, die bei der Stadt arbeitet, die Problemlage erkennt oder andersrum die betroffenen Menschen, um die es geht, nehmen wir jetzt mal an, jemand möchte sich gegen Diskriminierung am Wohnungsmarkt einsetzen und dann wird die Vertreterin der Stadt eingeladen und kann überhaupt erstmal erzählen, was in dem Bereich passiert. Weil meistens passiert sehr, sehr viel. Das heißt, das sind jetzt so die spontanen Sachen, die ich da antworten könnte, mit dem im Hintergedanken, dass Städte praktisch ein Interesse haben oder wir hier als Antidiskriminierungsstelle die Strukturen in unserer Zivilgesellschaft zu unterstützen. Wir brauchen die so. Ich habe eine Stelle im Bereich Antirassismus. Was in Gottes Namen soll ich da machen? Ich arbeite eh schon genug. Das heißt, wir brauchen das, dass die Zivilgesellschaft auf uns zukommt und wir gemeinsam überlegen können, wie können wir euch unterstützen? Wie könnt ihr euer Engagement so gestalten, dass es zielführender ist? Und oft sind Veranstaltungen da gute Wege, wenn man auf Themen aufmerksam machen kann. Aber im Bereich Rassismus geht es ja häufig auch um Diskriminierung. Kann man Diskriminierung einklagen? Wohin kann ich mich wenden mit Diskriminierung? Und da ist natürlich auch toll, weil Städte den Zugang zu so einer ganz diversen Landschaft an Trägern haben, auf die sie zugehen können. Das heißt, vielleicht, wenn du dich zum Beispiel bei mir meldest, ist das Projekt am Ende nicht mit mir, sondern mit einem der Träger, mit dem wir arbeiten, weil die viel, viel mehr darüber Bescheid wissen, als wir das tun. Ja, vielen Dank. Und es freut mich auch zu sehen, dass immer mehr Fragen reinkommen. Die nächste Frage passt nämlich auch perfekt gerade noch hier dran. Sie kommt nämlich von einer Studentin aus Heidelberg, die fragt, ob du ihr Möglichkeiten sagen kannst, sich direkt zu engagieren in Heidelberg gegen Rassismus, nehme ich an. Also ich glaube, da kannst du mir eine E-Mail schreiben und dann können wir ins Gespräch kommen, weil ich glaube, natürlich ist Engagement gegen Rassismus sehr divers. Hast du Interesse, Bildungsarbeit zu machen? Hast du Interesse, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in ihrem Alltag zu unterstützen? Möchtest du auf die Straße gehen und demonstrieren?
möchte. Also so, ich glaube, da ist so ein bisschen die Frage, in welchem Bereich genau. Und ich denke, es gibt in Heidelberg eine enorme Riesenlandschaft an zivilgesellschaftlichen AkteurInnen. Zum Beispiel kann man bei Migration Hub anklopfen, die eben gerade sehr, sehr viel machen im Bereich Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, aber auch im Bereich, wie können Räume inklusiver gestaltet werden für muslimische Frauen, im Bereich schwarzes Leben in Heidelberg. Auf einer anderen Seite gibt es Gruppen wie den Asylarbeitskreis, die Menschen mit Fluchtgeschichte in den Fokus nehmen, wo man ganz klassisch Deutschunterricht geben kann und solche Sachen. Also ich glaube, es kommt ganz, ganz stark darauf an. Und es gibt in Heidelberg, was wir als Amt für Chancengleichheit auch unterstützen, das ist das Kompetenznetz Plurales Heidelberg. Das unterstützen wir finanziell. Das heißt, dort kann man sich um Geld bewerben, aber nicht nur das. Wie der Name schon sagt, geht es da um Kompetenzen. Das heißt, da sind ganz, ganz viele AkteurInnen drin, die da aktiv sind. Da kann man hinschreiben. Das wird von Mosaik Deutschland koordiniert und kann sagen, hallo, ich würde gerne mich hier und dort engagieren. Kennt ihr einen Akteur? Das mal so als Anfang, aber du kannst mir gerne schreiben und dann können wir mal quatschen, wie das konkret aussehen kann. Ja, die nächste Frage ist, gibt es ähnliche Initiativen für den ländlichen Raum, zum Beispiel in Deutschland auf der Ebene von Landkreisen? Also an sich hat ECHA kein Limit. Also es könnten auch kleine Landkreise oder Dörfer sich bei ECHA bewerben. Die müssten dann nicht mal mehr einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Aber natürlich ist es selten relevant für kleinere Regionen, weil da einfach das Interesse nach einer internationalen Ausrichtung oft nicht so groß ist und man muss da ja politische Mehrheiten gewinnen. Das heißt, bei ECHA prinzipiell kann man das, die Nachfrage ist nicht so hoch. Und dann gibt es in Deutschland noch verschiedene andere Gremien, und nicht Gremien, aber Vertretungen, die sich die Interessen von Kommunen anschauen. Da gibt es sehr, sehr viele Netzwerke, wo Kommunen sich zu verschiedenen Themen zusammenschließen. Und Kommunen können natürlich auch sehr, sehr kleine, sehr kleine Städte sein. Das heißt, gibt es, ich glaube, die Frage ist eher, was müssten diese Netzwerke tun oder welche Themen sind im ländlichen Raum so interessant, dass die Leute davon profitieren könnten, sich in so ein Netzwerk reinzubegeben. Weil um das auch ganz konkret zu machen, das ist natürlich, kannst du dir vorstellen, ich habe hier bei der Stadt, arbeite ich zu 50% als Antidiskriminierungsbeauftragte. Wenn ich mich dann in so ein Netzwerk einbringen möchte, kostet es auch Arbeitszeit. Und in der kann ich nichts anderes machen. Und sehr oft ist in kleinen Gebieten, wo Bereiche wie Chancengleichheit, Antidiskriminierung noch nicht so stark ausgebaut sind, erstmal der Fokus, das im Blick zu haben. Und die Sehnsucht, sich zu vernetzen, kommt erst später. Und ich fände es total interessant, auch darüber nachzudenken, wie Netzwerke inklusiver werden können für die Bedürfnisse auch kleinerer Städte und Regionen. Weil ich glaube, gerade vom Rassismus betroffene Menschen leben dort oft sehr, sehr isoliert und dort ist oft auch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Also danke für die Frage und sorry für die wahrscheinlich unbefriedigende Antwort. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Wie du sozusagen deine 50% europäische Städtekoalition organisieren und 50% für eine Stadt verantwortlich sein, so verbindest im Alltag oder wie das vielleicht ja, sich auch gegenseitig befruchtet. Und wir haben auch eine dazu, finde ich, passende Frage bekommen, nämlich von Maike, die sich bedankt für die Information über die Arbeit in einer Stadtverwaltung. Und sie findet, es klingt spannend, also nicht alle Leute, besonders jetzt vielleicht nach diesem Vortrag, sind überzeugter von Stadtverwaltung als zukünftigem Berufsfeld. Und die Frage ist, gibt es so etwas wie einen typischen Tagesablauf in deiner Arbeitsstelle? Okay, also ich muss kurz nachdenken. Wie du schon gesagt hast, Janika teilt die sich auf in die Koordinierung von ECHA und die Antidiskriminierungsbeauftragung hier lokal. Großer Bestandteil meiner Arbeit sind E-Mails. Aber gut, also vielleicht fangen wir mit dem lokalen Aspekt an. Natürlich als Stadt wenden sich auch Leute an uns, die von Diskriminierung betroffen sind. Das heißt, da geht es dann darum, schnell zu verweisen an die Institutionen, Vereine, die Beratung machen und diesen Menschen helfen können. Also sehr oft ist unsere Aufgabe als Stadt nicht nur immer, selbst direkt Sachen umzusetzen, sondern zu schauen, wer in der Stadt macht es und wie können wir da unterstützen.
sehr viel meiner Arbeitszeit fließt auch in Koordinieren. Also wir haben hier als Stadt beispielsweise jetzt beim Amt für Chancengleichheit verschiedene Netzwerke. Ein Antidiskriminierungsnetzwerk, wo wir alle AkteurInnen aus dem Bereich zusammenbringen. Wir haben ein Netzwerk für Präventionsarbeit, wo wir diese AkteurInnen zusammenbringen. Das heißt, wir schauen immer, dass die AkteurInnen gut im Austausch sind und müssen auch gucken, dass natürlich wir wissen, was die AkteurInnen machen, sodass wir wissen, was in der Stadt passiert und was wir wie unterstützen können. Und es klingt sehr, meinetwegen banal, ist aber sehr, sehr viel Aufwand, weil natürlich die AkteurInnen, kannst du dir vorstellen, die arbeiten in Vereinen, sind sehr, sehr beschäftigt und da muss man hinterher sein, da muss man offen sein und auch zuhören. Das ist sehr, sehr viel meiner Arbeit und natürlich ist auch sehr viel eben die Vernetzung und da kommt dann auch die Verknüpfung mit Ecker ins Spiel, dass beispielsweise wie das Thema Kolonialgeschichte ist für uns hier in Heidelberg lokal sehr, sehr wichtig. Wir gründen hier auch einen Arbeitskreis für Kolonialgeschichte in Heidelberg, gesamtgesellschaftlichen Institutionen übergreifend. Das heißt, das kann ich dann direkt mit Ecker verknüpfen und dort auch dieses Thema in Ecker reinbringen. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich diese Stelle auch innerhalb der Stadt habe, ist super wichtig, weil ich so verstehe, wie Abläufe in der Stadt sind. Und es ist, glaube ich, super wichtig, um die Arbeit auch der Städtekoalition konkret und bedürfnisorientiert zu gestalten, dass die Person, die das macht, auch selber weiß, wie der Arbeitsalltag aussieht. Und nur als Beispiel, es gibt natürlich, wir als Stadt schreiben häufig Anträge für AkteurInnen. Das heißt, wir unterstützen, Finanzierung zu bekommen. Wir schreiben Beschlussvorlagen für verschiedene Gremien und Ausschüsse hier in Heidelberg. Und das sind alles Dinge, die brauchen sehr viel Zeit. Das muss man erstmal verstehen. Für uns zum Beispiel der Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit zuständig. Ich wusste von dessen Existenz nicht mal mehr, bevor ich hier angefangen habe. Was aber auch zeigt, dass da sehr, sehr viel Macht liegt, weil dort natürlich Vorlagen, die auch mit Geld zu tun haben, entschieden werden, die dann an den Gemeinderat weitergegeben werden. Das heißt, wir als Stadt müssen sowas auch im Blick haben und unsere Zivilgesellschaft dahingehend unterstützen, ihre Anliegen auch so zu formulieren, dass sie reinkommen in solche Ausschüsse und Gremien, damit sie dort gesehen werden. Und das ist natürlich als NGO, die viel demonstriert und nicht weiß, wie man Beschlussvorlagen schreibt, nicht immer so einfach. Ja, so ist mein Alltag, aber hier als Amt für Chancengleichheit sind wir sehr, also Chancengleichheit heißt es, wir arbeiten merkmalsübergreifend. Wir arbeiten nicht nur zu Rassismus, sondern auch zu Gender, geschlechtliche Vielfalt, Gleichstellung, Integration, Arbeitsmarktintegration. Das heißt, natürlich stehen wir da auch im Austausch, weil wir uns das Thema Teilhabe zusammen angucken. Da gibt es dieses schöne Wort Intersektionalität, dass natürlich ich bin nicht nur schwarz, sondern ich bin auch eine Frau. Und dadurch habe ich eine eigene Erfahrung. Und wenn ich als Stadt auf die antworten möchte, dann muss ich natürlich das auch zusammendenken. Viel Kaffee gehört natürlich auch zum Alltag dazu. Hier. Das entspricht dann wieder dem Stereotyp der deutschen Behörde auf jeden Fall. Ja, wir haben schon wieder drei neue Fragen reinbekommen. Und die erste lautet von Lena: Werden im Ecker-Netzwerk auch postkoloniale und postmigrantische Narrative in Bezug auf Europa thematisiert? Diese fehlen ja häufig in der oft nicht sehr inklusiven Europa-Bubble. Und wenn ja, wie? Yes, please. Zum Beispiel haben wir bei dem Seminar, was wir gemacht haben, auch mit der UNESCO zu kolonialen Kontinuitäten im Klimaaktivismus in Kooperation mit Fridays for Future, haben wir Panels BIPOC-only besetzt. Das heißt, wir haben wirklich die Perspektive von Rassismus betroffenen Menschen ins Zentrum gesetzt, aber eben insbesondere in der zweiten, dritten, vierten Generation, weil du ja den Begriff postmigrantisch ins Spiel gebracht hast. Das heißt, wir versuchen das sehr, sehr stark zu stärken und merken auch, dass da eine große Resonanz ist. Das ist beispielsweise ein Beispiel. Bei der Auswahl von SpeakerInnen und Gästen achten wir auch sehr, sehr stark darauf, diese Perspektiven mit einzubeziehen. Und ich durch meine Arbeit mit dem Netzwerk versuche das auch. Also für mich ist auch eine gesellschaftliche Realität, ist schon längst postmigrantisch, so identifiziere ich mich und so ist meine Lebensrealität. Und es gibt mehr Menschen, als man denkt, die so eine Lebensrealität haben und auch über das Netzwerk für BIPOC in der Verwaltung versuchen wir, die Perspektiven stark zu machen.
Und wieder zurück auf Äcker-Ebene. Ein Weg ist natürlich die Kooperation auch mit NGOs. Das heißt, als Äcker sind wir nicht nur irgendwie, schwimmen wir so im Sumpf der Städte, sondern wir arbeiten zum Beispiel mit ENA, das ist das European Network Against Racism. Das ist ein bisschen wie Äcker, nur dass sich da zivilgesellschaftliche Gruppen, die gegen Rassismus arbeiten, zusammenschließen, die auch eine sehr postmigrantische Vision der Gesellschaft haben. Oder wir arbeiten mit dem ERGO-Netzwerk, das die European Roma Grassroots Organizations. Das heißt, es ist ein Dachverband für Roma-Organisationen. Das bedeutet, wir gehen da sehr, sehr viel über MultiplikatorInnen, die diese Visionen und Perspektiven vertreten, um auch nicht in so eine Tokenism-Falle reinzutappen, sondern eben auch mit Menschen zu arbeiten, die nicht ausschließlich eine Betroffenheit haben, sondern dazu auch noch eine Expertise in diesem Bereich. Ja, sehr spannend. Wir haben eine anonyme Frage, die lautet, kann man Rassismus auch städteplanerisch bekämpfen? Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Du bist, soweit ich weiß, keine Städteplanerin oder Architektin, aber vielleicht hast du da ja auch Einsichten, inwiefern die Städteplanung im Kampf gegen Rassismus genutzt werden kann. Auf jeden Fall. Also ich glaube, Teil von Rassismus ist ja auch sehr, sehr viel, wie sind Räume gestaltet, welche Menschen fühlen sich in welchen Räumen wohl, wo leben welche Menschen, warum leben sie dort? Und das sind ja alles Fragen, die man aus einer städteplanerischen Perspektive sich anschauen kann. Das heißt, unbedingt sollte man das machen. Wir hier in Heidelberg arbeiten da beispielsweise mit dem Quartiersmanagement zusammen. Das heißt, es gibt so Quartiersmanagements in verschiedenen Stadtteilen, die dort aktiv sind. Und dort setzen wir natürlich auch Themen wie Rassismus, um die damit einfließen zu lassen. Andere große Projekte jetzt im Kontext Heidelberg ist natürlich die IBA, die internationale Bauausstellung, wo auch solche Fragen mit reinfließen. Könnte man aber noch mehr machen. Und liegt vielleicht auch oft daran, dass Menschen, die eine Expertise in Stadtplanung haben, sich auf solche Stellen bewerben, nicht zwangsläufig auch noch eine diskriminierungskritische Ausbildung haben oder irgendwie viel von Rassismus verstehen. Was, glaube ich, wieder zeigt, wie wichtig das ist, dass Rassismus nicht nur was ist, mit dem sich von Rassismus betroffene Menschen beschäftigen müssen, sondern eben auch alle anderen. Und da haben wir als Amt natürlich die Chance, auch einzuwirken. Das heißt, kann man, sollte man und glaube ich, passiert auch schon, aber kann auch mehr passieren. Ja, eine weitere Frage lautet, welche Bemühungen und Unterstützung gibt es von den nationalen Regierungen, ich denke für ECHA, und welche wären wünschenswert? Ebenso gleiche Frage für die EU. Gleiche Frage für die EU habe ich nicht verstanden, inhaltlich. Genau, also es ist hinten dran geschrieben. Also ich denke, die Frage ist, welche Bemühungen und Unterstützung gibt es von nationalen Regierungen und von der EU für ECHA und welche würdest du dir wünschen? Okay. Also wenn man bei EU-Ebene anfängt, dann ist natürlich jetzt dieser Europäische Aktionsplan gegen Rassismus eine große Unterstützung, weil an denen auch die Vergabe von Geldern geknüpft ist, worauf sich Netzwerke wie ECHA bewerben können. Und natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die EU diese Themen setzt und so Diskurse anstößt, die wir als ECHA dann aufnehmen können. Das ist super, super wichtig. Und auch da die Rolle von Symbolpolitik, die ich auch unterschätzt habe, aber das ist sehr, sehr, wenn wir nochmal zurückkommen nach Gunzenhausen und die Person aus Gunzenhausen ist bei der ECHA-Generalversammlung und hat dort die Commissioner for Equality, Helena Dalli, von der Europäischen Kommission da, die ihr sagt, wie extrem wichtig ihre Arbeit ist für Europa. Das heißt, da ist natürlich auch das Sehen von Städten und deren Arbeit extrem wichtig und natürlich muss die EU Frameworks schaffen, also Rahmenbedingungen, sowohl national als auch dann in letzter Konsequenz auf städtischer Ebene, damit wir unsere Arbeit stärker verfolgen können. Das heißt, wenn in so einem Aktionsplan sowas drinsteht, wie es braucht nationale Aktionspläne gegen Rassismus, dann können wir als ECHA sagen, hey, das steht da aber drin, das müssen wir auch machen. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument. Auf nationaler Ebene ist es in Teilen relativ ähnlich, dass natürlich auch dort Themen gesetzt werden, Gelder vergeben werden, Sichtbarkeit sehr, sehr wichtig ist. Und mehr Unterstützung, glaube ich,
wäre nötig, dass man die Lebensrealitäten von Städten eben stärker mit einbezieht in das Treffen von Entscheidungen. Weil was passiert, wenn man das nicht tut? Werden irgendwelche Gesetze verabschiedet, die Städte umsetzen müssen, die aber sehr weit weg von der Lebensrealität von Städten sind? Weshalb es sehr, sehr wichtig ist, dass sich Städte halt zusammenschließen, dass sie auch auf einem nationalen Level eine Stimme haben und solche Dinge eben verhindern können. Und dass auch Städte Mitglied sind, beispielsweise beim ADVD, das ist der Antidiskriminierungsverband Deutschland hier. Unser Amtsleiter Daniel Tublitsch ist da beispielsweise auch sehr häufig involviert, was super wichtig ist, dass eben Städte da mit drin sind und gesehen werden. Ja, danke. Wir haben eine Meldung von Katharina, also eine schriftliche Meldung, und sie schreibt, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Gibt es bundesweit Vernetzungsmöglichkeiten für dich in deiner Rolle in der Stadtverwaltung und deinen Counterparts in den anderen Städten? Wenn nicht, würdest du dir so etwas wünschen oder ist das eher Zukunftsmusik, vielleicht auch, wenn deine Abteilung weiter ausgebaut ist? Die gibt's. Also es gibt zum Beispiel ein Diversity-Netzwerk in Deutschland, die Städte im Bereich Antidiskriminierung vernetzen sich. Also die gibt es auf jeden Fall, diese Netzwerke. Und die sind sehr, sehr wichtig, weil da passiert natürlich, was mit ECHA auf europäischer Ebene passiert, auf nationaler Ebene, wo man von anderen Städten lernen kann. Das heißt, es passiert und es ist auch sehr, sehr wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, so zu gucken, auch über den Tellerrand. Das geht schon los, wenn man sich mal mit Mannheim austauscht, was denn da eigentlich passiert und wie man da vielleicht zusammenarbeiten kann. Das ist also keine Zukunftsmusik, sondern längst Realität. Die Frage ist natürlich immer, ob man das noch stärker ausbauen könnte, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so für den Moment sieht es ganz gut aus. Ja, dann nutze ich die kurze Pause, in der keine neuen Fragen eingetrudelt sind, um mal wieder selbst Fragen zu stellen. Ich habe mich gefragt, du hast ja gesagt, dass der Bürgermeister oder der Gemeinderat das unterschreiben müssen, dafür sein müssen, wenn eine Stadt ECHA beitritt. Aber nach meinem Verständnis sitzen die ja dann nicht bei den Austauschformaten, wenn ihr euch regelmäßig trefft. Also wie würdest du so die tatsächliche politische Handlungsfähigkeit von ECHA einschätzen, die über eben den Austausch dann hinausgeht und wirklich politische Beschlüsse beinhaltet? Wunderpunkt, aber auch große Chance. Wieso? Weil, wie du schon gesagt hast, bei ECHA eben meistens das, weiß ich nicht, man kann es Operational Level nennen, sitzt, das heißt mein Äquivalent, ich bin nicht politisch gewählt, sondern eben angestellt. Was heißt, dass ich nicht einfach im Namen der Stadt Heidelberg ein Policy Paper von ECHA mal kurz unterschreiben kann. Das ist schade manchmal, aber man kann das, also bei ECHA haben wir Wege gefunden, wie wir damit umgehen und eben trotzdem uns politisch positionieren können. Und zwar machen wir das durch unseren Vorstand, weil der Vorstand eben auch als Personenvorstand ist und deshalb es leichter ist, gewisse Dinge zu verabschieden. Und wir tun das auch, indem wir nicht immer alles offiziell, das ist jetzt ein Mehrheitsentscheid, sondern wir setzen einfach Themen und pushen die. Weil wie vorhin schon gesagt, ist natürlich diese politische Dimension, gerade auch für kleinere Städte, extrem wichtig. Und dieses Zusammendenken der Interessen von Städten auch auf einem politischen Level ist super, super wichtig. Aber andersrum, also würde ich es mir anders wünschen. Also wäre es besser, wenn jetzt hier die Bürgermeister sitzen würden, würde ich ganz klar mit Nein beantworten, weil andersrum die Bürgermeister von Städten nicht genau wissen, wie denn die alltägliche Arbeit aussieht, mit welchen Gruppen Verwaltungsangestellte konfrontiert sind, wie man Zusammenarbeit gestaltet. Das heißt, die Chance, dass man wirklich mit denen zusammenarbeitet, die hands-on die Arbeit machen, ist riesig, weil die wissen, wovon sie sprechen und die können auch viel schneller Sachen umsetzen, weil natürlich BürgermeisterInnen oder das politische Level oft inhaltlich hier Statements machen, aber nicht direkt das mit der Arbeit verknüpfen. Und ich glaube, wir als ECHA versuchen, dass es sich die Waage hält. Das heißt, der politische Wille, der ist super wichtig und der ist die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit. Und wenn wir möchten, dass unsere Arbeit wichtiger wird und mehr Raum einnimmt, brauchen wir dazu das politische Level. Gleichzeitig wollen wir eben auch needs-based on the ground arbeiten und uns austauschen. Und dafür brauchen wir es erstmal nicht.
Und wir versuchen praktisch so, dass es sich die Waage hält und wir das Beste von jedem mitnehmen können, dass wir insgesamt vorankommen. Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Was ja immer so ein Buzzword oder Keyword ist bei vielen Institutionen und Organisationen, ist ja immer so Nachhaltigkeit. Wie sorgt ihr bei ECHA dafür, dass eure Arbeit kontinuierlich weitergeht, egal wenn sich vielleicht in den Städten politisch was ändert? Oder ist eure Erfahrung, dass Städte öfter austreten, oder ist die Erfahrung, dass Städte lang und kontinuierlich dabei bleiben? Und was macht ihr, um sozusagen die Arbeit langfristig zu sichern? Gute Frage. Ich muss kurz nachdenken. Okay. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ECHA, wenn man Mitglied werden will, entscheidet das das politische Level und unterschreibt und dann entscheidet der ECHA-Lenkungsausschuss und stimmt darüber ab. Das heißt aber erstmal nur, dass die Stadt auf dem Papier Mitglied ist und dann geht es darum, wer aktiv ist. Und wie du schon richtig erkannt hast, ist das nicht immer einfach, weil sich natürlich nach der Legislatur ändern sich die Schwerpunkte. Das heißt, für einen Bürgermeister, da Rassismus war sein Thema und jetzt kommt die nächste Bürgermeisterin und sie möchte eigentlich eher die Stadtplanung voranbringen und dann fällt es hinten runter. Und was wir tun, damit das nicht passiert, ist, wir haben eine Geschäftsstelle. Das heißt, wir hier in Heidelberg sind natürlich immer hinterher und versuchen, gerade wenn es Wechsel gibt, politische nachzufragen, hey, wer übernimmt deine Stelle? Wie sieht's aus? Brauchst du Unterstützung? Wie läuft der Wissenstransfer? Das heißt, es ist sehr, sehr viel koordinatorischer Aufwand, die wir da entgegenwirken. Und dann ist es halt auch der Versuch, dass sich die Mitgliedschaft wirklich für die Städte lohnt und die Städte gerne kommen und das auch erkennen. Aber prinzipiell ist es schon was, was nicht immer sehr, sehr einfach ist, wenn gerade sich auch Mehrheiten fundamental ändern. Ist es nicht immer sehr einfach, weil dann ändern sich E-Mail-Adressen, das versandet und ein Netzwerk mit über 150 Städten zu koordinieren in sehr, sehr vielen verschiedenen Sprachen ist dann auch nicht immer einfach. Das heißt, Nachhaltigkeit geht immer über unsere Geschäftsstelle und natürlich auch über Beschlüsse, Dokumente wie den Aktionsplan, die zeitlos sind, auf die auch immer weiter funktionieren und auf die auch, wenn es politische Wechsel gibt, man sich rückbeziehen kann. Genau, ich denke, das ist so, wie ich das einordnen würde. Ja, vielen Dank. Nur als Hinweis für alle Teilnehmenden und ZuschauerInnen, wenn Sie und ihr noch eine Frage haben und diese stellen möchten, dann ist jetzt ein bisschen, würde ich sagen, letzte Chance. Es ist nämlich so, dass wir bald schon zum Ende dieser Veranstaltung kommen. Also wenn Sie oder du noch eine Frage habt, dann jetzt auf jeden Fall. Wir haben gerade noch mal eine bekommen, nämlich: Was sind spannende Projekte, auf die du dich in der nächsten Zeit freust? Viele. Mit der Europäischen Städtekoalition arbeiten wir eben viel im Bereich koloniale Erinnerungen. Da machen wir zusammen mit der Stadt Bologna und der Insel Gorée, was eine sehr, sehr zentrale Insel war, wenn es um das Verschiffen von versklavten Menschen ging, ein gemeinsames Projekt. Darauf freue ich mich sehr. Wir haben bald den Lenkungsausschuss digital, wo wir auch Isabella Mihalatsche haben dabei. Sie ist vom Ergo-Netzwerk und wo wir viel zu Anti-Gypsyism arbeiten. Wir entwickeln ein neues Reporting-System, dass Städte noch mal leichter uns mitteilen können, was sie machen. Und wir arbeiten an einem EU-Antrag, dass wir auch einfach noch mehr Projektarbeit machen können. Das heißt, da passiert auf allen Ebenen super viel. Allein in einzelnen Städten könnte ich erzählen, Bordeaux macht jetzt eine Masterclass mit der UNESCO, wo es nochmal um den Schwerpunkt Jugend geht. Bologna macht das auch. Die gucken sich nochmal den Zusammenhang von Migration und Klimawandel an. Das heißt, das ist, macht für mich meine Arbeit auch, ich habe so viel Freude dran, weil ich natürlich Städte begleiten kann und sehe, was sie für extrem geile Projekte auch umsetzen und wie toll das ist, die europäisch sichtbar zu machen. Und eins, was wir hier lokal in Heidelberg mit ECHA machen, ist eben eine Arbeitsgruppe zu antimuslimischem Rassismus, was auch super, super spannend ist. Und es klingt so trocken, heißt aber in Realität, dass man sich dieses Thema gesamteuropäisch anschaut und praktisch sehen kann, was da passiert. Und lokal bauen wir hier gerade eine Bildungsstelle auf, Plurales Heidelberg, zusammen mit Mosaik Deutschland. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil wir einfach da auch noch stärker Ideen pluraler Bildung in die Stadt reintragen können. Wir arbeiten
eben auch an dem Thema Kolonialgeschichte. Auch da freue ich mich sehr, sehr drauf. Es passiert viel. Also ich glaube, es ist never ending. Klingt sehr aufregend. Wir haben noch eine letzte Zuschauerinfrage bekommen, nämlich gibt es Maßnahmen, die politisch besonders schwer durchzusetzen waren oder sind? Tja, ist ein bisschen eine unkonkrete Frage, weil also Maßnahmen, die man gegen Rassismus ergreifen kann und wo es politisch schwer ist, oder Maßnahmen, die Äcker als Institutionen seinen Städten abverlangt. Schwierig. Kann ich, glaube ich, schwer beantworten, weil das sehr, sehr stark eben von der Maßnahme abhängt. Aber natürlich, wie vorhin gesagt, ist so ein Erheben von Daten ist häufig was, was schwierig ist, wo es aber sehr, sehr viel, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Aber ich kann nicht jetzt konkret mit Maßnahmen daherkommen, glaube aber, es gibt schon, also um Maßnahmen zu, also damit ich praktisch hier, wenn wir in unserem Amt Maßnahmen umsetzen können, braucht es den politischen Willen. Und so die Chronologie kann eben sein, es gibt Proteste auf der Straße, die bündeln sich, die stellen Forderungen auf, die tragen in den Gemeinderat. Der Gemeinderat gibt einen Auftrag an uns. Das heißt, die Maßnahmen sind für mich schwer umzusetzen, für die es keinen politischen Willen oder keine Mehrheiten auch in der Zivilgesellschaft gibt. Vielleicht hilft das so ein bisschen, um es zu beantworten. Genau. Ja, wir haben noch eine Frage bekommen, die ich jetzt auch noch stellen möchte als wirklich letzte Frage der ZuschauerInnen, nämlich von Valerie. Arbeitet Äcker auch mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zusammen, beziehungsweise fördert Äcker den Austausch in Bezug auf Rassismus zwischen Städten und Schulen? Ja, machen wir. Wir haben gerade in Frankreich ein Projekt, so ein Theaterprojekt im Bereich antimuslimischer Rassismus zusammen mit einer Schule. Machen wir. Wie das konkret aussieht, ist, dass die Städte dann auf uns zukommen. Ich weiß ja, dass Valerie aus Lindau kommt. Lindau ist noch nicht Mitglied der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Das heißt, das könnte man auch mal in die Wege leiten. Und dann ist halt der Weg, dass Schulen an ihre Stadt sich wenden oder Schulen direkt sich an uns als Äcker wenden mit Kooperationsideen. Wir hatten jetzt auch eine Schule aus der Schweiz, Lausanne. Da haben uns SchülerInnen angeschrieben, dass sie unbedingt ein Projekt mit uns machen wollen und Geld sammeln wollen für eine Veranstaltung. Das heißt, da sind wir super offen. Und wenn du dich erinnerst an diesen Aktionsplan, den ich vorhin gezeigt habe, da ist ja auch Bildung ein gesonderter Bereich. Das heißt, wir erfassen extrem viele Maßnahmen, die mit dem Bereich Bildung zu tun haben, und haben da auch einen ganz guten Überblick, was da passiert. Ich denke, das ist eine gute Antwort. Und eben dieses Format der UNESCO Masterclass, was sich direkt an junge Menschen richtet. Das heißt, es ist ein Format, was die UNESCO geschaffen hat, um junge Menschen zum Thema Rassismus zu sensibilisieren. Und man könnte das auch in Kooperation mit einer Schule machen, als Stadt. Und wir als Äcker können das unterstützen. Und natürlich freuen wir uns auch immer, von Schulen eingeladen zu werden und über unsere Arbeit zu erzählen. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir so langsam zum Ende der Veranstaltung, weil wir alle von Zoom-Müdigkeit gehört haben und länger als eine Stunde anstrengend wird. Ich möchte nur ganz kurz warnen für alle ZuschauerInnen, es kommt gleich wieder eine anonyme Umfrage, wo ihr Feedback geben könnt, also erschreckt euch nicht, wenn wieder so ein grünes Fenster aufblinkt. Ich möchte aber jetzt am Schluss und so, bevor ich das letzte Mal das Wort an Olivier gebe, nochmal mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier mit uns zu sprechen über dieses Thema. Ich glaube, wir haben alle sehr viel dazugelernt. Es gab auch schon ein paar anonyme Kommentare, die sich bei uns beiden und bei dir bedanken für die Zeit und für das Thema, die ich jetzt hiermit auch offiziell vorgelesen habe. Und genau, Olivier, ich möchte dir jetzt zum Schluss einfach nochmal das Wort geben und natürlich gerne von dir hören, was vielleicht deine Wünsche, deine Ziele, deine ja, zukunftsgerichteten Gedanken sind, was die Potenziale noch angeht von Äcker. Aber kannst gerne sagen, was immer du möchtest. Okay, also erstmal natürlich an alle Gäste die Frage, ob eure Stadt denn schon Mitglied bei Äcker ist und wenn nicht, kann man das anstoßen. Viele Städte werden Mitglied bei Äcker, weil die Zivilgesellschaft das einfordert. Das heißt, das ist einfach
als ein Wunsch von meiner Seite, dass es uns das immer freut, so zu überlegen und zu wachsen. Und zukunftsgerichtet, glaube ich, unterschätzt nicht die Rolle von den Städten, in denen ihr lebt. Also, weil ich glaube, total oft haben die so ein verstaubtes Image und total oft möchte man in NGOs und global und alles. Ich merke aber für mich, seit ich hier bin, wie hoch halt die Wirksamkeit lokal ist. Städte sind die Räume, in denen wir leben und da können wir am direktesten gestalten. Und demonstrieren ist super wichtig und Proteste sind krass wichtig und sind die Basis. Aber ich finde es immer dann spannend, wenn es einen Schritt weiter geht. Und einen Schritt weiter landet man sehr, sehr oft bei der Stadt. Das heißt, das ist, glaube ich, meine Zukunftsbotschaft, dass ihr die Städte und die Orte, in denen ihr lebt, gestaltet und sie eben auch politisch denkt. Also eine Stadt ist nicht einfach nur irgendwie eine Sammlung von Häusern, wo Menschen drin wohnen und man lebt, sondern in der Stadt passieren politische Dinge, passiert Diskriminierung und die kann man in dieser Stadt verhandeln. Und das ist, glaube ich, was ich euch mitgeben will. Und ich glaube, ihr habt ja gemerkt, was die Konsequenz sein kann, wenn Städte dieses Thema setzen, kann es auch auf einer europäischen Ebene ankommen irgendwann. Das heißt, unterschätzt nicht die Städte und gestaltet die mit und fordert es vor allem aktiv ein. Also geht auf die Leute zu, die da arbeiten, fragt, was die machen. Und dann hört ihr, ob es da noch Potenzial gibt. Also habt da keine Scheu vor irgendwie so Behörden und E-Mail-Adressen, die komisch klingen. Da am anderen Ende sitzen Menschen, die eigentlich meistens auch nur das Ganze voranbringen wollen. Und die freuen sich, oder ich kann von mir selber sagen, ich freue mich immer, wenn man auf mich zukommt, weil dann habe ich eben auch ein Argument zu sagen, hey, dieses Thema ist wichtig. Weil da kamen jetzt schon mehrmals Leute aus der Zivilgesellschaft und die haben gesagt, wir müssen da was machen. Und ich glaube, das ist, was ich mir wünsche, dass einfach Städte da stärker wahrgenommen werden und dass eben auch, es gibt diesen schönen Begriff Europa der Städte, der auch immer so inhaltsleer klang für mich, ich jetzt aber langsam verstehe, wie wichtig der ist, weil wenn eben die EU manche Mehrheiten nicht mehr bekommen kann, können Städte das sehr wohl. Und dann kann man eben auch mit Städten ein Zeichen setzen für ein offenes, inklusives Europa, was man vielleicht auf EU-Ebene nicht machen kann. Und vielleicht ist es auch ein viel, viel lauteres und wirksameres Zeichen. Danke. Vielen Dank, liebe Evie, auch für dieses Schlussstatement. Ich bedanke mich für die Chance, diesen Abend moderiert haben zu dürfen und gebe jetzt auch wieder ab an Leonie von der Schwarzkopf-Stiftung. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Janika, auch für die wunderbare Moderation und ganz herzlichen Dank an dich, Evier, für diese spannenden Inputs und Einblicke. Ich glaube, wir hätten noch sehr viel länger diskutieren können und noch viele weitere Fragen beantworten. Aber vielleicht gibt es ja auch ein nächstes Mal. Ich glaube, es waren auch schöne Worte, um in den Abend gelassen zu werden. Vorher möchte ich aber noch einen kurzen Werbeblock einschieben für unsere nächste Veranstaltung, nämlich nächste Woche mit unter dem Titel 11 Jahre Regierungssprecher hinter den Kulissen der politischen Kommunikation mit Regierungssprecher Steffen Seibert. Es gibt wie immer mehr Informationen auch auf unserer Homepage und unserem Verteiler und außerdem auch auf den sozialen Medien, wo man uns sehr, sehr gerne folgen kann. Ich danke ganz herzlich für den spannenden Abend. Einen schönen Abend, bleiben Sie alle gesund und alles Gute. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.